Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdoms Come Deliverance. Und wir befinden uns wieder mal im Wald. Hier haben wir das letzte Mal ja den guten einen Banditen da, den Stinker, aufgespürt. Aber leider ist er beim darauffolgenden Gemetzel gestorben, weil er wurde ja gesucht. Und leider konnte ich die nicht vorher aufhalten. Ich glaube, man kann ihn garantiert auch irgendwie vorher aufhalten, die anderen drei Banditen. Aber das haben wir nicht geschafft. Das macht aber auch nichts, denn jetzt wissen wir auf jeden Fall von dem kleinen Timmy, der wohl auch sich bei einer Mühle versteckt, beziehungsweise nicht versteckt, sondern arbeitet da. Ja. Und aus denen können wir vielleicht auch noch was rauskitzeln. Das machen wir jetzt. Ist ein bisschen dunkel gerade, ne? Das gebe ich zu. Macht aber nichts. Irgendwie kommen wir hier durch, oder nicht? So. Also müssen wir gucken. Müssen wir wahrscheinlich die Straße längs laufen. Eieiei, das war ganz schön dunkel hier. Aber direkt hier nicht rüber? Geht bestimmt nicht, ne? Also irgendwie so richtige Barrierefreiheit. Na, okay, doch jetzt. So. Open World und so, ne? Muss ja funktionieren. Boah, hängt er da hier fest? Gibt's doch gar nicht. Ja. So. Ja. So, gucken wir, wo Timmy ist. Timmy. Die werden hoch, ne? Na gut, müssen wir kurz mal absteigen. Also jetzt schon wieder hier rauf. Kann er nicht hoch? Doch. Ja. Mal weitergehen. Also ist schon ein Stückchen, weil wir müssen, wenn man genau guckt, das ist schon ein Stückchen, wo wir hin müssen. Aber da ist ja die Straße da vorne. Pass mal auf, da rennen wir doch mal kurz hin. Und das fährt ja mit. Komm her, Pebbles. Hüpf mal drauf. Dann reiten wir über den Weg gleich, den wir finden werden. Jetzt ein Stückchen voraus. Was? Ja! Und da kommt hier gleich irgendwo ein Weg, bin mir ganz sicher. Ah. Also, das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn das so hakelig ist. Ah, guck mal hier sind freie Felder, das ist gut für uns. Guck mal auf die Straße. So, wir müssen dahin, das ist ja jetzt gar nicht so weit mehr. Schaffen wir doch auch so. Also er arbeitet auf jeden Fall bei einer Mühle. Und die Mühle werden wir jetzt mal aufsuchen. Oh, guck mal, hier gibt's. Das ist auch süß. Die ganzen Glühwürmchen dort. So, was soll ein kleines Dörfchen sein hier. Wo man die Leute natürlich nicht erschrecken. Einfach querfeldein reingeritten kommen. Ja. Und wir werden natürlich ordnungshalber nehmen wir den Weg. Zack, und schon regnet's. Das ging aber schnell, oder? Na gut. Ja. Das wird die Mühle sein. Du hast entdeckt Windmühle. Also hier ist es auf jeden Fall. Können wir mal absteigen. Und hier rum. Hier können wir uns hinsetzen. Ein bisschen Wärme am Feuer. So, wir wollen ja nichts essen vom Topf. Aber... Mist, das ist natürlich schade. Jetzt hätte man sagen können, wir legen uns auch mal irgendwie ratzen. Aber lass uns mal gucken, ob hier jemand... Einfach reingehen dürfen wir wahrscheinlich nicht. Doch. Mhm. Gehen wir nach oben, gucken noch nach oben. Also hier ist nichts. Oh ja, ja, Entschuldigung. So, wir müssen nochmal runtergehen. Wir gucken mal unten nochmal, warte mal. Ja, ja. So, ich glaube, wir müssen bis zum nächsten Tag warten, um mit denen zu reden. Weil einfach reingehen können wir ja auch nicht. Und, guck mal, wenn wir jetzt einfach sagen, oh komm, warte doch mal hier bis 8. Huch, hat er nicht gemacht. Wieso das nicht? Achso. Da. Müssen wir gleich noch was essen. Ein bisschen kaputt werden wir auch sein, aber das ist dann so. Müssen wir durch. Na komm. Psch, oh, Entschuldigung, oh, bin fast eingeschlafen hier.
Nein, aber das ist schon cool. Das ist wirklich cool. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall den erreicht hier, den Dings hier. Essen müssen wir jetzt, glaube ich, noch nichts. Was ist mit dir los, Köter? Warum bellst du mich an? Hast du das getan? Nee. So, es regnet immer noch. Das macht aber nichts. Lass mal gucken, ob wir hier diesen Timmy entdecken, weil hier irgendwo auf dem Hof muss er ja sein. Gucken wir uns mal hier in den... Da, das ist ein Müllersmann. Können wir mit ihm mal reden. Ich weiß da was. Gott sei mit dir. Ja, und mit dir. Ich suche nach Timmy. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal, was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Aha. Gut, suchen wir Mirka. Über dich wachen. Mirka. Ähnlich wie Milka. Kann man hier aber rein? Nein. Kann man hier einfach rein? Nein. Also bei Mirka finden. Ich muss ja hier einfach draußen. Ah, bist du Mirka? Perfekt. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Aber die anderen kennen ihn. Jemand will ihn umbringen. Was machen wir denn da? Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Aber ich weiß nicht, wovon du redest. Mach Mist. Die anderen kennen ihn. Wie kommt's, dass du es nicht tust? Na schön. Okay. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Hä? Das ist doch eine Falle. Okay, gespeichert. Gut. Das ist doch garantiert eine Falle, wenn die sagt, wir treffen uns hinter der Mühle. Aber nicht hier. Hinter der Mühle, ja. Wahrscheinlich kommt der Typ gleich da raus und will mich abmetzeln. Haben wir alles dabei? Waffen, was wir so brauchen? Ah, haben alles da. Gut, gut. Geh vor, Madame. Ist auch gar nicht auffällig, wenn wir beide einfach hinter die Mühle marschieren. Hm. Oh, vielleicht denken sie auch alle, du. Oh, wir schon Lösungen sammeln hier, ne? Zack, schon dabei bin. Oh, hier ein bisschen Salbei. Salbei ist auch immer gut. Passiert, pass auf. Jetzt gehen wir hinter die Mühle und dann zack, killt er uns. Oder auch nicht. Aha. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Das ist mein Bruder. Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Klack. Ich werde ihn bestimmt. Er versteckt sich auf Kolbens Farm. In der Nähe von Merhoyet. Oh. Muss das jetzt sein? 4 gegen 1? Das ist gemein. Ich kann nicht 4 Leute besiegen. Niemals. Oh. Ich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Nach wem suchst du? Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Was machen wir jetzt? Ah, ich suche ebenfalls. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Angreifen. Oh, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Angreifen bringt ja nichts. Wir werden ja sowas von... Wo ist euer Lager? Wo ist euer Lager? Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Warte mal, Groschen klingt gut.
Ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Oh. Okay. Ich hab 200. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Dann sagen wir, er ist in Ratei. Er soll sich in Ratei verstecken. Ach ja? Wo in Ratei? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Oh oh. Ich sag, ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Du glaubst, du kommst damit durch? Mein Geld nehmen und dann schweigen? Wo zum Teufel steckt er? Oh. Ah, wenn ich es verrate, komme ich ja nicht weiter, ne? Wir greifen einmal an, sonst laden wir das nochmal neu. Wir haben ja gespeichert vorher. Du weißt nicht, wann es genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Meine Gebete wurden erhört. Das Schweinbrat ist freiwillig zur Schlacht. Oh. Alter, wie soll ich denn... Oh, das schaffe ich auch niemals. Ah, das war's. Okay, gegen 4 Mann zu kämpfen, das ist wirklich... Das geht gar nicht. Aber wie machen wir das denn jetzt? Das ist eine gute Idee. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Vielleicht nehmen wir nicht das Geld und sagen ihm von vornherein... Ja, wir machen das. Wir nehmen nicht das Geld und sagen von vornherein... Also wenn wir es jetzt jedes Mal wieder wiederholen müssen hier, das ist natürlich doof. Wir wissen ja, dass er auf Kolbens Farm ist. Das wissen wir jetzt ja. Können wir theoretisch einfach... Was ist denn B? Achso. So, gucken wir mal, was wir jetzt mit denen reden können. Das Gefühl, du suchst ich ebenfalls. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Ich halte mich da raus. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt. So, wir sagen einfach, ich weiß nicht, wo er steckt. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde. Diese Dirne hat dir nichts erzählt? Nichts. Sie hat nichts gesagt. Ach ja? Hör auf. Och Mann, schon wieder das Falsche gedrückt. Bloß ich kann ja nicht gegen ihn kämpfen da. Das ist das Problem. Er ist mir auch überlegen mit dem anderen da. Er soll sich in Ratei ver... Ach ja? Ich weiß nicht. Klingt nach einem Haupt... Och Mann, das ist doch blöd. Naja, dann geh auf. Er ist auf Kolbens Hof. Da, wo er angefangen hat? Verzeih, wenn ich das nicht für bare... Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Jetzt um. Oh. Musst du jetzt weinen? Oh, jetzt hat er mich aber richtig getroffen, der Spacko. Hat er auf den Baum gehauen? Trau dich doch! Jetzt gibt es schon gefallen, wo ist er hin? Wahrscheinlich, ne? Ja, ärgerlich, warte mal. Jetzt machen wir nicht, wir machen nochmal Spielladen. Jetzt stellen wir uns einfach gut mit ihm. Mich beschleicht das Gefühl, ich ebenfalls.
Nach wem suchst du? Fangen wir mal. Nach einem großen. Ich suche irgendwas an. Na bitte, wenn mir. Na gut, ich sage euch, wo ihr. Ach ja? Wir sind doch alle Christen, oder? Ja, haben wir schon gefragt? 2 Dutzend. Abgemacht. So, wenn wir das Geld bekommen? Jetzt sagen wir ihn jetzt direkt auch. Er ist auf Kolbens Hof. Da, wo er Verzeih, wenn ich das. Radan bleibt hier und wird. Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. So. Warte, bis Mokok Timmy findet und hol die Belohnung ab. Das können wir machen eigentlich. Aber ihn könnten wir eigentlich auch killen. Er ist ja ein nerviger Typ. Kurz auf die Karte gucken. Warte, bis Mokok Timmy findet und hol dir dann deine Belohnung ab. Okay. Kann man mit ihm reden? Was willst du? Sind die jetzt abgehauen da? Wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wo dieser Hof ist, wahrscheinlich. Nee. Nee, ich erfahre es nicht. Das macht aber auch nichts. Ihn jetzt zu killen, macht das Sinn? Weiß ich auch nicht. Ich komme mit hinter die Mühle, ich will was zeigen. Mist. Okay. Ihn umziehen lassen, ihn nur ziehen lassen, wenn er zahlt. Nichts da. Wir bringen das zu Ende. Kurva! Was? Er soll stehen bleiben, der Sack. Oh Mist! So. Okay. Ob es jetzt die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Ist mir aber auch komplett egal. Nehmen wir ihn mal, gucken, was er hat. Nehmen wir mit. Dietrich nehmen wir mit. Groschen nehmen wir mit. Rustikaler Ellenbogen, verbesserter Jagdwall, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Alle? Ein bisschen viel jetzt drauf, aber das macht nichts. Dann lassen wir ihn hier einfach liegen. Kann uns egal sein. Jetzt müssen wir nur die Waffen wegpacken. Und wir müssen noch was loswerden. Das können wir hier rausschmeißen, was wir nicht brauchen. Was ist denn jetzt hier ein bisschen schwerer? Es gibt so viel Kohle dafür, ne? Von der Rüstung hier. Da, die schmeißen wir raus. Ja, perfekt. Schnell gehen wir zurück. Ja, warum ich ihn jetzt umgebracht habe, kann ich gar nicht sagen. Irgendwie gefiel mir das nicht. Ich warte jetzt darauf, dass wir von den anderen was zu sagen, zu hören bekommen. Ich hoffe, die entdecken aber nicht, dass der andere weg ist. Wir müssen uns irgendwas über den einfallen lassen. Kann natürlich auch gut sein, dass wir dann umgebracht werden, weil die wissen, dass wir den Kollegen gekillt haben. Aber im Endeffekt kann es auch egal sein. So, warte mal. Da, guck mal, da können wir jetzt hinreiten. Das machen wir jetzt auch.
Da reiten wir jetzt direkt hin, da brauchen wir nicht warten. Und ihn, dann wissen wir nicht, wo sein Kollege ist. Haben wir keine Ahnung rüber. Ja. So, dann wollen wir mal. Huch. Aber wieder querfällt ein, ne? Wie es gerne mag. Okay. Perfekt. Ja. Man geht ja nicht immer dem leichten Weg, ne? Aber ich glaube, dass die Entscheidung war richtig. Denn eigentlich wollen wir ja mehr wissen über die. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es klappt jetzt mit den... Ach, die schönen Wiesen und Felder hier, ne? Wie es jetzt genau klappt, müssen wir gleich mal gucken. Können wir da rüber springen? Können wir da rüber springen? Nee. Guck mal da. Ja! Hi! Müssen wir hier vorbei? Ja! So, wo müssen wir hinreiten jetzt? Warte, bis wir... Okay. Ja! Da reiten wir jetzt hin und gucken, ob wir die Belohnung bekommen oder... Ah, ich glaube, es war auch eine falsche Entscheidung, die wir getroffen haben, aber es ist egal. Jetzt haben wir es gemacht und jetzt müssen wir da durch. Ein kleines Dörfchen. Mechoriet. Hier ist es ja irgendwo, wo wir ihn gefunden haben. Huch. Oh, komm schon. Wo reiten die jetzt hin? Ja. Wo genau der da jetzt arbeitet, wissen wir jetzt nicht, ne? Das hätten wir ihn ja da vielleicht aufsuchen können. Aber anscheinend müssen wir da hinten an der Schenke warten, bis der andere Typ kommt. Oh, können wir da durch? Können wir da durch? Können wir durch? Komm. Ja, perfekt. Vergessen, Timmy. Wir haben an dich gedacht. Ich auch. Ich hab auch an euch gedacht. Hab gedacht, ich gehe zu euch Jungs und... Schon in Ordnung, Timmy. Du musst nirgendwo hin. Ich dreh dir den Hals um, du Hund! War das die richtige Entscheidung, oder weiß nicht? Gut getroffen! Was zur Hölle war das? Der Timmy haben sie gekillt. Okay. Ja, es war dumm. Das war ja richtig dumm von mir. Oh, das war jetzt echt blöde. Gebe ich zu. Schnell, sag mir, wo der ist. Gott sei mit dir. Sag mir, wo Timmy ist. Gibt es hier einen Kerl, der Timmy heißt? Ist vor ein paar Tagen aufgetaucht, also haben wir ihn als Helfer eingestellt. Lange wird das aber nicht machen. Er ist zwar stark wie zwei Ochsen, aber doppelt so dämlich. Was er auch anfasst, zerbricht in Stücke. Möge Gott über dich wachen. Wo ist denn der Timmy hin? Boah, die anderen kommen doch schon gleich. Ach, ist der gleiche. Möge Gott über dich wachen. Mist.
Wo ist er hin? Das ist nicht Timmy, das sieht aus wie ein Mann. Und die kommen jetzt schon, ach Mist. Man dachte, ihr könnt den vielleicht noch retten, den Typen. Aber die kommen schon gleich von da oben runter geeiert. Da ist... Timmy, bleib stehen. Hey, Timmy. Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Scheiße. Oh, jetzt geht's los. Wegen des Massakers in Neuhof. Was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Oh, ein bisschen blöd ist er schon. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du bist ein bisschen schon. Einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Ja, wissen wir nicht. Er ist ja nicht so schlau. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Ist klar. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus, nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst, mit einer Riesenbuche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Ich verrate dich nicht. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Okay. Mal kurz hier hingehen. Sind das die, die noch auf dem Weg sind hier? Ich könnte ja trotzdem noch meine Belohnung abholen, oder? Was sagt ihr denn davon? Bericht an Ratzig, wo sich die Banditenlager befindet. Also das wäre ja noch mal ein Highlight, oder? Wenn ich ihn einfach warte, bis die... Das geht? Ja, können wir auf jeden Fall machen, aber wir machen... Jetzt wollen wir erstmal Herrn Ratzig Bescheid geben. Gut, also die Taktik war doch gar nicht so schlecht. Typen killen. Aber Ratzig hat sein Lager gleich da hinten. Das ist natürlich super praktisch für uns. Perfekt. Ah, perfekt. Wo
runter hier. Da ist er ratzig. Ich kann mit ihm reden. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wegen des Banditenlagers. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken. Hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Das versuchen wir. Ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Gott behüte dich. Cool. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut für uns. So. Okay, das andere können wir nicht mehr machen. Aber vielleicht können wir ein bisschen was schnabulieren hier. Hm. Lecker. So, hier, das Lager werden wir nochmal begrüßen, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns auch nochmal pennen legen hier eine Runde. Oder auch nicht. Gibt es nicht ein Lager für uns hier, wo wir mal kurz schlafen dürfen? Da. Ich weiß nicht, ob wir es dürfen, aber wir machen es einfach jetzt mal. Kannst du da nicht einfach hinlegen zum Schlafen oder habe ich auf den falschen Knopf gedrückt gerade? Pass auf. Lass uns mal ein bisschen ausruhen hier. Und zwar bis 19 Uhr. Einfach aus dem einfachen Grund. Jetzt werden wir doch schon wieder geweckt. Okay. Sei uns nicht gegönnt, hier zu schlafen. Na gut. So, dann lass uns das Lager aufsuchen. Aber warte mal, kann ich hier mit jemandem. Gibt's hier, kann ich hier auch mit jemandem handeln oder sowas? Die Sachen verkaufen? Geht das? Ich habe ja so viel dabei. Das ist ein Wächter. Schlafen alle. Ist alle hier am Pennen. Schießstand. Was ist er denn? Der sitzt hier im Gebüsch. Da. Auch ein Wächter, okay. Dieser Mann war am Massaker bei Neuhof beteiligt und er bekam seine gerechte Strafe. Oh, das Wächter hier. Keine Ahnung, wahrscheinlich gerade irgendwas gehört und darauf musste er kurz reagieren. Okay, die können wir nicht knacken, aber wir setzen dann einfach mal auf. So, wo müssen wir ganz hin? Da oben gibt es keine Schnellreise da irgendwie hin? Doch da, ne? Zumindest nach Thallenberg können wir schnell reisen. Das machen wir auch. Ja. Unterwegs halten wir auch nicht an. Da haben wir keine Lust zu. Und durch Dorf muss man langsam gehen, ne? Die Schnellreise könnte auch schneller gehen, ne? War besser als reiten. Ziemlich gut. So, okay, wir müssen ja, hier ist ein Timeback. Ich muss mich noch gut daran erinnern, dass wir hier waren. Aber wir müssen ja woanders hin, müssen wir da hin. Los geht's. Ja. Huch,
Hier hoch. Danke. Obwohl, warte mal. Ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch mal runter nach Thalberg. Ja. Und da ein, zwei, drei Sachen verticken, die wir haben. Also, beziehungsweise alles, was wir haben. Damit wir nicht mehr so viel rumlaufen müssen hier. Das macht auch Sinn, oder? Da gibt es auch auf jeden Fall einen Händler oder ja, irgendwie sowas. Definitiv. Zu Fuß hier mit dem Pferd ist immer ein bisschen unpraktisch. Da sieht aus wie ein Händler da. Hallöchen, Popöchen. So. Reden wir mal mit der Händlerin. Nee, ich wurde nicht überfallen. Das ist jedes Mal, denken die das, ne? Wie viel Geld hat sie denn? 200? Wir haben 1, 2. Okay, pass auf. Wir wollen das verkaufen und zwar. Verkaufen, so. Ja, so, den kann ich auch weggeben hier im Nübel. So, packen wir alles in den Warenkorb. Zack. Zack. Das schwere Schild verkaufen wir auch. Weg damit. Dieser eine Pfeil hier kann auch weg. Ist auch nur Platz weg. So, hier haben wir noch. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Bitte Google. Weg damit. Gut, haben wir hier Nahrung? Na, Nahrung, ja, das Hasenfleisch kann weg. Brauchen wir nicht. Okay, ist viel zu viel, sehe ich gerade. Wir müssen den Warenkorb einmal kurz prüfen. Dann müssen wir was weg rausnehmen. Sie hat ja nicht so viel. Pass auf, die nehmen wir raus. Zack. Und dann schließen wir den Handel ab. Falsch, und wollen wir gar nicht. Schließen direkt ab. So, dankeschön, gute Frau. Schöne Felle hast du, aber die brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir auch genug Platz wieder, ne? Trotzdem noch ganz schön viel. Also wir haben echt noch ganz schön viel hier so an Kram, die man gar nicht braucht, so richtig, ne? Hm. Die Triche sind ja immer gut. Groschen haben wir natürlich genug. Kleines Rüstungsset. Ach, guck mal. Sehe ich jetzt erst. Kann ich alles in die Satteltasche noch packen? Wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn ich das schon vorgewusst hätte. Gucken, ob es hier noch einen Händler gibt irgendwie, dann verkaufen wir denen auch noch was. Also klar, hey. Sie hat natürlich nicht, ja, Entschuldigung, hey. Sie hat nichts mehr. Warte einen Moment. Was denn? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Skalitz ankam, nicht wahr? Korrekt. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Gott behüte dich. Okay, dann gehen wir nochmal hoch zu der Tante da. Aber lass uns dann, bevor wir da hochgehen, lass uns mal gucken, ob es hier noch jemanden gibt, den wir noch irgendwas verticken können. Das war ja gerade auch ein Händler. Was ist das denn hier? Oh, ich bin im privaten Bereich, da wollen wir nicht rein. Dass wir uns noch wegen Diebstahls oder so irgendwas hier beantworten müssen. Okay, dann müssen wir hoch zur Herrin gehen. Das nehmen wir noch mit. Mist, gibt es hier nicht noch mehr Händler? Margit, also Margit kann man nicht bestehlen hier, was er sagt.
Ich denke, dass das hier auch irgendein Händler ist, aber anscheinend ist es gar nicht. So, lass mal hoch zur Burg gehen. Da willst du ganz kurz hier bleiben. Wir gehen mal hier oben zu Fußlanes. Hier hängt Wäsche, 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 Wäsche. Hm. Da hinten, das sieht doch. Da sitzen mehrere Leute. Das sieht doch aus wie so ein. Aus wie so ein Händlerding. Hier kann man spielen, das ist schon mal gut. Unterkunft entdeckt. Du die Schankmaid, okay. Vielleicht habt ihr was, was ihr uns abkaufen will. Gütiger Gott. Ja, ich weiß. Denken wir mal, ne? So, wir gucken mal. Wir wollen was verkaufen. Vielleicht will sie auch was von uns kaufen. Guck mal, wir haben hier. Ein Kommunionskelch. Kann ich an ihr verkaufen? Bestimmt, ne? Die Schaufel brauchen wir, uralte Karten brauchen wir auch. Nahrung. Hm. Brauchen wir Biancas Ring noch? Kann doch eigentlich Schnuppe sein, der Ring, oder? Sehr gut. Okay, wir müssen leider rüber jetzt zur Burg. Wir müssen auf jeden Fall mit der Tante Regen da, reden da. Die will auch bestimmt nur wissen, ob wir gut rausgekommen sind und all sowas, ne? Und Pebbles. Ja. Ja. Okay, da hinten geht's hoch. Einmal um die Kurve hier bitte. So. Ja. Das ist auch lange her, dass wir hier waren in Thallenberg. Oben beim Schloss, muss man auch sagen. Ist ganz gut, wenn wir mal reinkommen und mit den ganzen reden. Ja, jetzt komme ich mit Ross komme ich zurück. Ja. Herr Robert. Mit dem wollen wir jetzt nicht reden. Robert. Da, ja. Ist sie doch schon. Oder? Ist sie das hier? Nee, das ist hier nicht. Die ist da hochgegangen, glaube ich. Das war sie, glaube ich. Ja. Nee, hier ist sie nicht. Dann ist sie noch eine Etage höher, ne? Eine Etage höher. Ich fang mal ganz hinten an. Dann haben wir alle Türen durch. Fangen wir mal. Und ne, hier ist keiner. Ich will sie auch einfach ihre Kohle zurückhaben. Die kann sie gerne wiederbekommen. Jetzt haben wir ja eigentlich genug Geld. Ich weiß nicht, wie viel sie uns geliehen hat damals. Die sind wir auch nicht. Mal runtergehen. Vielleicht sind die ja unten irgendwo. Sie sein. Wird ja nicht irgendwo hier rumgelungen. Man sieht ja nur mal was Besseres. Kann ich da gerade gucken, wo sie ist? Kann ich nicht. Oh, warte doch, vielleicht kann ich die. Muss ich die Quest auswählen vielleicht? Du sollst nicht sortieren, du sollst runtergehen. Da, Vergeltung. Ich muss Mark was und alles. Nun, okay, das ist noch nicht die, die wir haben. Nebenquest. Müller Peschek und seine Nichte Theresa nahmen mich. Bring den Ring zum Müller in. Ja, das können wir noch machen. Theresa ist geil, die Nichte von Peschek, der Müller ist eine gute Freundin von mir. Ich kenne sie von hier. Theresa, okay. Zu Dienst, meine Herren, da. Schäfer will ihre Base Sophie ausrichten. Sprich mit Herrin Stefanie.
So. Blau. Also muss er hier irgendwo sein. Da ist ja schon mal der Dewisch. Wir gucken, wo wir sie finden jetzt. Hier irgendwo? Nee. Da dürfen wir nicht durch. Dann gehen wir doch mal eine Etage höher. Hier. Ah, da sitzt sie. Habe ich gerade eben nicht gesehen. Ja, renn, Stefanie. Reden wir noch kurz mit dir. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Es wäre mir eine Ehre. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Okay. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Okay, ein bisschen Gold bekommen. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Okay. Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Erledigen wir alles. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. So. Gut. Gut, dass sie uns das gegeben hat. Oder beziehungsweise sie will. Das ist natürlich irgendwas, was wir gut machen können. Aber jetzt werden wir erstmal den Kram auskundschaften. Denke ich. Das ist vielleicht erstmal die Hauptstory zwar, aber. Und da müssen wir nochmal irgendwie gucken, wenn wir in eine größere Stadt kommen, nach Sasau kommen. Dann werden wir einfach mal, Dann werden wir einfach mal uns neue Kleider besorgen, weil das geht ja anscheinend mit den Kleidern hier nicht. Wir werden jedes Mal angesprochen, ob wir irgendjemanden da so ausgeraubt worden sind jedes Mal. Kann es ja auch nicht sein. So. Heieieiei. Das sind schon drei krasse Aufgaben. Die sind ja wahrscheinlich alle Himmelsrichtungen verstreut. Sasau da, Ratai da, also es ist schon ein bisschen blöd. Aber kriegen wir hin. Aber es hat nicht Priorität 1 bei mir gerade. Hier ist ein Lager. Okay. Hallo. Wie begib dich zur Wegkreuzung der verfallenen Hütte? Zur Wegkreuzung an der verfallenen Hütte. Ja! Reiten wir erstmal hier weiter. Gucken. Ja! Warte mal kurz. Wegkreuzung der verfallenen Hütte, wo kann die denn sein? Ist sie da oben längs? Wahrscheinlich, ne? Wenn da das Lager ist, müssen wir nochmal zurückgehen. Dreh dich mal, Pferd. Ja. Weiß nicht genau, welchen Weg wir da reiten sollen jetzt, aber wir gucken gleich mal. So, zurück zum Weg gehen. Dann haben wir auf jeden Fall das Holzfällerlager gefunden. Und dann würde ich sagen, reiten wir hier hoch. Ja. Dann müssen wir vielleicht zu dieser Weggabelung kommen. Schau mal. Das muss hier sein. Und dann? Was war das dann? Folge den Weg bis zur nächsten Wegkreuzung bei einer Lichtung mit einer großen Buche.
Ja. Okay. Aber welche? Ja. Welcher Weg ist der richtige? Der hier? Oder andere? Ja. Na gut, wir gucken mal. Zu einer großen Lichtung. Ja. Okay. Einer großen Buche. Geh nach links und folge den Weg, bis du die nächste Wegkreuzung erreichst, okay? Ja! 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 Ja, ist ja richtig. Das ist nicht. Ja! Ja! So ein Bandit entgegenkommt. Okay, noch immer keine Wegkreuzung. Es ist doch ein Weg hier, oder? Warte mal, ja. So, geh nach links und folge. Okay, haben wir gemacht. Und dann? Nimm die linke Abzweigung und geh bis zur nächsten Wegkreuzung weiter. Lass mal gehen, ne? Kann nicht gut sein, dass wir jetzt ein bisschen. Weil die Pferde vielleicht nicht so. Obwohl, die Pferde sind da schneller, ne? Oh. Kurz zurückgehen. Geh bei der Wegkreuzung geradeaus weiter bis zum Lager. Okay. Soll das wirklich gehen? Nicht, dass auf einmal jetzt so ein lautes Geräusch machen mit dem Pferd. Man weiß es ja nicht. Andere geht auch direkt vom Lager hier weg, würde ich behaupten. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht direkt ins Lager rein. Und werden dann direkt niedergemacht. Geht schon tief in den Wald rein hier, muss man sagen. Sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Okay, jetzt die Frage, wie? Geh bei der Rückgabe weiter, bis zum Lager. Okay, das haben wir gemacht. Du kannst ihr Essen vergiften, du kannst ihre Pfeile in Brand stecken. Ich habe weder das eine noch das andere, aber ich glaube, ich habe hier irgendwo noch Pilze entdeckt, wenn ich mich verkehrt. Ein paar Giftpilze? Waren die nicht welche? Da, ne? Da, Fliegenpilz ist auf jeden Fall nicht gesund. Jetzt haben wir alle Fliegenpilze auf. Die schmeißen wir bei dir ins Essen. Wenn wir zum Essen überhaupt hinkommen, ist auch die Frage, ne? Okay. Gut, das müssen wir machen. Aber Brand stecken, wie ich habe ja nicht mal Feuer oder so. Deswegen. Und das fällt wohl flach. Steht irgendwie schon mal der Wachmann. Kann ich mich irgendwie anders ranschleichen? Ohne dass ich mich hier irgendwie verletze und irgendwie ins Genick breche. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Ah, okay. Das sind auch schon mal Sachen, die wir herausfinden können. Nur gucken, ob es noch irgendwas hier rundherum gibt. Vielleicht gibt es ja noch einen Weg drumherum, wo man leichter rankommen kann. Guck mal. Ist ja alles hilfreich für unseren Chef. Okay, ist doch dumm.
Da kommen wir nicht hoch. Aber wir haben Schnellreiseort dabei, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wie breit dieser Graben ist. Müssen wir mal austesten kurz. Da ist noch eine Wache und eine Brücke. Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Weiter. Das hat er schon mal ausgekundschaftet, was er gut ist. Noch irgendwas entdecken können hier? Ich weiß nicht, ob wir hier links dürfen einfach. Hier sind wir links. Von hier aus könnten wir sie überraschen. Was ist hier los? Er hängt fest. Okay, von da aus könnten wir sie überraschen. Das heißt, wir haben schon ein paar Sachen gefunden. Blöd, wenn ich jetzt entdeckt werde. Ich weiß bloß nicht, wie ich die sabotieren soll. Wie soll ich die denn sabotieren? Warte mal. Questlog. Hauptquest. Optional, sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Also, da. Das Lager aus, um etwas zu erfahren, das für den Angriff von Nutzen sein könnte. Haben wir ja schon ein bisschen gemacht. Was anderes ist natürlich wirklich hart. Aber ich weiß, was ich jetzt mal mache. Ich nehme so einen Retter-Schnaps und dann speichern wir einmal. Damit, falls wir... Da. Jetzt haben wir einmal gespeichert, auf jeden Fall hier. Was, wenn jetzt irgendwas passiert... Sind wir ein bisschen betrunken. Aber wenn was passieren sollte, dann können wir direkt wieder hier anfangen, bis wir den ganzen Kram nochmal machen. Ein guter Platz für einen großen Kampf, aber kaum Deckung. Aha. Wir können zu Herrn Ratzig zurückkehren jetzt. Das sollten wir vielleicht machen, und zwar mit einer Schnellreisefunktion. Macht das nicht am meisten Sinn? Wir könnten natürlich vergiften, aber... Obwohl, wir gucken nochmal, ob wir noch irgendwas machen können hier. Das ist der normale Weg. Da steht eine Wache. Einfach so ins Lager kommen wir nicht rein. Lager direkt killen können wir natürlich auch nicht. Also alle killen im Lager. Das würde, glaube ich, auffallen. Okay, ob das eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Finden wir mehr raus. Aber wir kommen immer noch nicht rein, ne? Das heißt, da hören wir immer noch Geräusche. Da können wir definitiv nicht rein. Aber hier kann man auch nicht irgendwo rein, oder? Es gibt ja keinen Weg, wo man einfach mal kurz reinschleichen kann oder sneaken oder so. Vielleicht oben rum.
Mal gucken. Ich glaube zwar nicht. Man weiß es ja nicht. Hier ist keiner, ein Vogel. Hey du, verpiss dich, bevor ich dir den Arsch aufreiße. Du, mach kehrt und verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Mach ich. So, laufen weg. Wir gehen ja schon. Also richtig vergiften konnten wir jetzt nichts, aber wir können jetzt mal diesen zu einer Ratze gehen. Es ist mir doch egal, ob wir da vergiften sollen oder nicht. Wir schaffen es, glaube ich, nicht. Deswegen gehen wir einmal zum Ratze direkt hin. Reisen wir nochmal schnell hin und gehen dann runter. Und sagen dann Bescheid. Wir haben ja schon relativ viel ausgekundschaftet. Das wird ihn, glaube ich, freundlich stimmen, hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall nett. So wäre. Oh, Alter, dauert das lange. Wahrscheinlich komme ich an und der pennt, der Typ. Wetten? Ist schon so spät. Nein, können wir uns auch nochmal schlafen legen. Macht vielleicht auch Sinn. Gut. Wir müssen schnell zum Lager laufen von Ratzek. Er ist ja da hinten. Ist ja jetzt nicht so weit weg gewesen, oder? Komm her, Pebbles. Ich glaube, wir müssen trotzdem reiten. Auch wenn es nicht so weit ist, aber. Ja. Nicht schon, das wäre echt nervig. Wie pennt er? Shit. Na gut, dann legen wir uns auch schlafen hier. Können wir auch hier liegen irgendwo? Hier ist kein Schlafplatz. Schlafen. Draußen aber, oder? Nicht? Ist kein Schlafplatz für mich? Ich bin auch ein netter Kerl. Da. So, dann pennen wir auch eine Runde. So, 12 Stunden sollte reichen. Genau. Und dann werden wir Herrn Ratzig Bescheid sagen. Und dann bin ich gespannt, ob der Angriff schon startet oder ob der erst beim nächsten Mal, also später startet. Mal sehen. Okay, Hunger haben wir auf jeden Fall, wenn wir aufwachen. Das sehe ich jetzt schon. So. So, ich bin auch fast eingeschlafen, weil es so lange dauert mal wieder. Und stop it. Geil. So, Rattaya Turnier. Ja, oh, das ist mir egal. Ganz ehrlich. Das interessiert uns gar nicht. Wir wollen nicht jetzt noch zu Herrn Ratzig. Der wieder am Feuer sitzt. Moin, Herr Ratzig. Noch was zu essen für mich? Nein. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin von Kundschaften zurück. Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribislavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hätte gehofft, sie wären nur ein wilder Haufen.
Erdwälle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ich versuchte sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Schon einige. Dort ist schon einiges los. Verflucht. Wir benötigen auf jeden Fall Verstärkung. Die Männer in Talmberg sollten reichen. Ich lasse die Burg nur ungern unbewacht, aber wir haben keine andere Wahl. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. In der Mitte des Lagers führen sie etwas im Schilde. Es sah so aus, als ob sie lange Leitern bauen würden. Leitern? Klingt, als planten sie eine Belagerung. Das gefällt mir immer weniger. Andererseits könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir die Leitern in die Finger bekämen, könnten wir ihren eigenen Wall damit überwinden. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Nein, Herr. Wie dem auch sei, das war gute Arbeit und du verdienst eine Belohnung. Doch zuerst müssen wir ausrücken und ihnen schnellstmöglich ein Ende bereiten. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Thalmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Bitte ihn, so viele Männer wie möglich zu versammeln und nur die Nötigsten zurückzulassen. Dann soll er nach Pribyslavets marschieren. Ich tue dasselbe. Hoffentlich haben wir dann genug Männer, um die Banditen zu besiegen. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Auf bald. Okay. Gut. Das machen wir auch gleich. Aber... Ja, das haben wir nicht geschafft zu sabotieren. War natürlich schlecht. Ich muss mal hier was zu futtern aus dem Napf. So. Aber für heute soll das gewesen sein. Denn ich denke, sonst wird es auch immer länger und länger. Aber das war noch eine gute Geschichte für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dann, tschüss.